Mehrere tausend Beschäftigte von ThyssenKrupp haben heute in Duisburg gegen den geplanten Teilverkauf des Unternehmens demonstriert. Die Beschäftigten werfen dem Management vor, sie seien übergangen und nicht ausreichend informiert worden seien. Es geht um ein Geschäft mit einem tschechischen Milliardär. Der Investor will zunächst mit 20% bei dem Industriekonzern einsteigen. Später könnten daraus 50% werden. Wo der Schuh jetzt nicht passt, dazu Greta Wagner. Für die Stahlarbeiter geht es um nichts Geringeres als ihre Zukunft. Kurzerhand wurde die geplante Betriebsversammlung für heute abgesagt. Stattdessen gibt es einen Protest vor dem Stahlwerk in Duisburg. Erik Pekowski arbeitet seit über 20 Jahren bei ThyssenKrupp als Stahlarbeiter. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Sag mal so, die gesamte Zukunft und die gesamte Ruhrgebiet sozusagen, alles hier im Umkreis hängt irgendwie von dem Betrieb von ThyssenKrupp und den ganzen Stahlerzeugnissen ab. Es sind ja nicht nur unsere Unternehmen selbst, die damit abhängen, also unser eigener Unternehmen, sondern auch die Zulieferer. Wenn der Laden zumacht, dann kann das ganze Ruhrgebiet arbeitstechnisch gesehen fast schon zumachen. Der Ärger ist groß. 20% der Stahlsparte sollen an einen tschechischen Investor verkauft werden. Die Nachricht habe eingeschlagen wie eine Bombe. Die Gewerkschaft kritisiert, dass niemand bei dem Vorhaben informiert wurde. Sie sehen diesen Alleingang als Kampfansage. Und damit sind sie nicht allein. Nordrhein-Westfalen ist das Land der sozialen Partnerschaft. Hier gehört die soziale Partnerschaft zur Staatsräson des Landes. Und das erwarten wir auch von jedem Vorstand, dass er sich dieser Staatsräson des Landes unterordnet. Auch der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kritisiert den Umgang mit der Stahlbelegschaft und formuliert die Erwartungen der Bundesregierung. Erstens dafür zu sorgen, dass es Konzepte gibt für die Zukunft möglichst aller Standorte. Zweitens, dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. Und dass man drittens dafür sorgt, dass das sozialpartnerschaftlich und mitbestimmt passiert. Die Gewerkschaft will zeigen, dass der Umbau des Konzerns und vor allem in der Stahlsparte nur mit ihnen zusammen funktionieren kann. Sie fordern Garantien. Keine Kündigungen, keine Standortschließungen und Einhaltung von Tarifverträgen. Bis es diese nicht gäbe, will man weiter demonstrieren, heißt es. Für die nächste Demo gibt es auch schon einen Termin. Die nächste Aufsichtsratssitzung der Aktiengesellschaft am 23. Mai.